Wir sprechen heute über Ibn Fahds Heiligtum und das Vermächtnis der Horadrim. Und da klären wir Fragen wie, was genau ist das eigentlich? Was genau bringt euch das und was genau müsst ihr da tun? All das beantworte ich nach dem Intro. So, wir beginnen mit ein paar grundsätzlichen Dingen. Das Ganze, worüber wir hier sprechen, ist eine Art sekundäres Attributsystem, mit dem ihr euren Charakter grundsätzlich einfach verbessern könnt. Rein geschichtlich müssen wir Horadrim-Mitglieder befreien und es ist so, dass dafür Gefäße befreit werden müssen, die in ganz Sanctuario verteilt sind und da werden sie von großen World-Bossen und sonstigen starken Feinden beschützt und die müssen wir eben besiegen und dann erhalten wir diese Gefäße, wo ihr gleich sehen werdet, wofür wir die brauchen. Das Ganze wird erst mit dem Progress freigeschaltet, mit Level 46 und ihr braucht das Herausforderungsportal 10 abgeschlossen. Dann startet eine Questline, ihr werdet da durchgeführt und ganz am Ende erhaltet ihr den Zugang zu Ibn Fahds Heiligtum. Und wo befinden wir uns hier? Wir sind in Westmark, genauer gesagt am Palasthof, so ein bisschen nördlich da, ist der Eingang zu Ibn Fahds Heiligtum. Und da klickt ihr einmal drauf, die Statue wird weggefahren und dann könnt ihr das Ganze betreten. Und ihr lauft dann, wenn ihr hier einmal drin seid, diesen Gang entlang und dann kommt ihr schon zum großen Heiligtum, zum Schrein des Vermächtnisses der Horadrim. Und wie ihr sehen könnt, benötigt man hier insgesamt 9 Gefäße. 2 davon sind noch leer, die anderen sind mit bunten, ich finde, es sieht eher aus wie Steine, wie Edelsteine, aber es sollen eben Gefäße sein und die werden da platziert und dadurch werden dann Boni freigeschaltet. Und die Übersicht meiner Boni, die seht ihr da links. Ich bekomme durch dieses ganze System plus 80 auf Leben, plus 16 auf Schaden, plus 45 auf Rüstung und so weiter. Und je mehr von diesen Gefäßen man dann noch platziert, desto höher wird das. Aber man kann die einzelnen Gefäße auch nochmal im Level steigern. Aber da kommen wir später zu. Wir gucken uns die Dinger jetzt erstmal an und ich erzähle euch, was ist das und wo bekommt ihr die? Wir beginnen oben rechts und gehen dann im Uhrzeigersinn durch. Da haben wir zunächst Tal Rashas Autorität. Diese bekommt ihr von Lassal, dem Flammenumsponnenen. Und ich blende euch dann dazu immer ein paar kleine Clips ein, die thematisch passen. Lassal findet ihr am dämonischen Portal am Hauptplatz in Westmark. Und ihr braucht eine Vorquest, um dorthin zu können. Und eine Achtergruppe, das ist ganz relevant, auf welcher Schwierigkeit ihr Lassal dann besiegt, ist egal. Beim ersten Mal gibt es dann dieses schmucke lila Ding. Einen weiter. Da haben wir Schuld des Namenlosen. Diesen, oder ich sage mal diesen, weil ich an Stein denke, also dieses, weil es ist ja ein Gefäß. Dieses erhaltet ihr vom Golem in der Nähe der versteckten Nische. Das Ganze ist ein Zonen-Event in Zoltunkuls Archiv. Ganz wichtig, müsst ihr auf der Schwierigkeitsstufe Hölle 1 abschließen und da solltet ihr auch eine Gruppe haben, aber bei den Zonen-Events findet man in der Regel vor Ort genügend Leute. Also gerade jetzt, wo noch viele Leute die Sachen brauchen, sollte das Ganze kein Problem sein. Wir gehen einen weiter und sehen da Nortirias Wissen. Diesen Stein erhaltet ihr von Blutrose im Dunkelwald. Einfach zum Wegpunkt Blutrose, der Name sagt schon, westlich davon findet ihr so eine kleine Nische und da ist Blutrose. Ganz wichtig auch Schwierigkeitsstufe 1 und ihr müsst diesen in der Gruppe erledigen, aber auch da immer, wenn ich mal vor Ort war, waren da genug Leute, also das sollte kein Problem sein. Weiter geht es mit Kaldesanus Barmherzigkeit. Dieses Gefäß erhaltet ihr, wenn ihr die Herausforderungsstufe fürs Portal auf 10 abschließt und dann startet ihr auch die Questline. Und ich meine auch, das war der erste Stein, den man dann automatisch da bekommen hat. Bin mir nicht mehr ganz sicher, schreibt das gerne in die Kommentare, wenn das nicht ganz stimmt. So, jetzt geht es hier um ein leeres Fleckchen. Hier braucht man Ibn Fahds Beharrlichkeit und der Name Ibn Fahds, das sagt euch vielleicht was, wir sind hier nämlich in seiner Kammer und das ist sein Gefäß. Und das bekommt man eigentlich nur mit ein wenig Glück. Nachher, das seht ihr im Anschluss, öffnet man hier Truhen in seinem Heiligtum und dort kann mit einer 1%igen Drop-Chance eben dieses Gefäß dann droppen. Ich habe es bisher noch nicht bekommen, es ist eben selten, man muss ein bisschen Glück haben, das wird dann mit der Zeit sicherlich kommen.
Das nächste Gefäß ist Zoltun Kulls Einfallsreichtum und dieses Gefäß erhaltet ihr von Flickwerk Hydra, auch ein World Boss, der mit einem Zonen-Event startet und zwar in Zoltun Kulls Archiv, wieder Schwierigkeitsstufe Hölle 1. Einfach zum Wegpunkt zuckendes Eindringen, da nordöstlich den Weg lang laufen in dem Kreisverkehr dann nach Nordwesten und auch hier solltet ihr mit einer Gruppe aufschlagen, aber auch hier habe ich immer Leute vor Ort gefunden, also macht das zügig und dann sollte das kein Problem sein. Hier ist ein weiterer leerer Platz. Das ist Jared Kynes Vision. Und dieses schmucke Ding bekommt man nach Abschluss der Hauptquestreihe. Und ja, ist es leer bei mir, weil ich die immer noch nicht abgeschlossen habe. Steht noch immer auf dem Zettel, werde ich machen. Und dann wird das Ding hier auch gefüllt sein. So, der vorletzte Platz. Das ist Katans Hingabe und diesen bekommt ihr von Fürst Martanos im Berg Zawain auf Hölle 1, das ist wichtig, nordwestlich vom Friedhof der Zakarum. Da könnt ihr einmal auf den Altar klicken und dann seht ihr, wie viel Zeit ist da noch übrig. Da ploppt dann eine Meldung auf, der Altar wird noch aufgeladen, ihr könnt ihn in x Minuten aktivieren, wenn er voll aufgeladen ist und da sammelt sich dann auch eine Gruppe, wenn es soweit ist. Dann besiegt ihr das Kerlchen und erhaltet hier eben das Gefäß. Und Nummer 9 ist Nilfurs Präzision. Dieses bekommt ihr vom uralten Albtraum im Berg Zawain. Und ganz wichtig, hier Schwierigkeitsstufe normal. Er erscheint da alle x Stunden im Nebeltal. Das ist ziemlich zentral. Und dort patrouilliert er im Kreis um das Nebeltal herum. Und da gibt es auch einen Timer links. Da könnt ihr sehen, wann ist der gute Kerl denn zu finden. Ihr haut ihn um und dann bekommt ihr das gute Stück. Seid am besten auch mit der Gruppe vor Ort. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Ich sagte eben schon, man kann die einzelnen Gefäße auch dann nochmal im Level steigern. Und wir bleiben einfach mal bei Nilfurs Präzision. Oben unter dem roten, ich wollte wieder Stein sagen, Gefäß seht ihr Rang 3. Zum Aufwerten brauche ich 50 mal Granat und ich habe 62, das heißt, ich kann hier einmal aufwerten. Blum. Eine schöne Animation kommt und mein Rüstungsdurchschlag wurde um 18 nochmal verbessert, ist jetzt 99. Weiter aufwerten kann ich nicht, weil mir jetzt Granat fehlt. Und wo wir das herbekommen, das zeige ich euch nachher. Wir suchen uns noch was, wo wir mit Saphir aufwerten können und erhöhen damit weiter unsere Widerstände. Einmal geht noch, dann wird der Rüstungsdurchschlag erhöht. Einmal auf Rang 4 und dann geht es nochmal, ja, ein zweites Mal auch dann noch auf Rang 5. So, diese Steinchen sind wichtig. Diese Steinchen brauchen wir und ich zeige euch, wo ihr diese Steinchen bekommt. Wenn ihr hier am Schrein vorbeilauft, dann kommt ihr in eine Art Dungeon, wo ihr aber alleine kämpft. Und das Ganze könnt ihr einmal am Tag abschließen und das solltet ihr auf jeden Fall auf eure Liste schreiben. Wir gehen in die Tiefen des Heiligtums und wenn wir noch ein bisschen laufen, dann werden wir auch gleich die ersten Gegner sehen. Die tauchen einmal am Tag auf und die solltet ihr auf jeden Fall einmal am Tag alle besiegen. Und zwar hier wegen die Anwärterschlüssel. Wir brauchen die Schlüssel, um nachher die Truhen zu öffnen. Und man nimmt die nicht automatisch mit. Also denkt dran, die nicht liegen zu lassen. Das wäre richtig ärgerlich, weil Anwärterschlüssel sind selten und sind wirklich wichtig. Und wenn ich hier dann noch unterwegs bin, und das dauert ein bisschen, kann ich euch ja schon mal erzählen, die Anwärterschlüsse. Mit denen öffnen wir gleich die Truhen, daraus bekommen wir die Steine, die wir zum Upgraden der Gefäße brauchen. Und die Schlüssel gibt es nicht nur hier, sondern die bekommt ihr auch beim Pilthändler. Da könnt ihr einmal am Tag 5 Stück kaufen und das solltet ihr definitiv machen. Habe ich euch schon in meinem Pilthändler-Video gezeigt. Auf jeden Fall die Schlüssel dort mitnehmen. Im Battle Pass gibt es immer mal wieder... Ach, Lassal. Nee, jetzt will ich Lassal nicht machen. Hildheldner, dann im Battle Pass gibt es immer mal wieder welche. In der Bezahlversion, ja, aber auch in der kostenfreien. Die Sachen nehmt ihr ja eh mit, wenn ihr den Battle Pass levelt. Im PvP gibt es immer mal wieder... so schwer zu reden und dabei zu kämpfen. Im PvP gibt es immer mal wieder Schlüssel, also denkt dran, auch regelmäßig die Schlachtfelder zu machen, am besten 3 pro Tag, weil dann bekommt ihr den Bonus.
Und im Elder Rift bekommt ihr Schlüssel und bei den Shadow Quests sowie bei den Immortal Quests, also die auch immer fein machen. Und dann gibt es noch eine Tagesbelohnung für den First Kill, wo es auch Schlüssel gibt. Aber das sind ja die Sachen, die man eh mitnimmt. Ich wollte nur noch mal zusammenfassen, wo man denn die Schlüssel bekommt. Ich bin euch jetzt gleich durch. Und dann begeben wir uns an die Truhen und vielleicht 1%ige Drop-Chance ist ja heute das letzte Gefäß dabei. Glaub ja nicht so ganz dran, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, wir sind jetzt einmal durch. Dann gehen wir jetzt hier noch in das Anwärtergelände, heißt es, glaube ich. Und da seht ihr schon die ganzen Truhen. Und das ist so ein bisschen knifflig gemacht. Die erste gibt es immer umsonst. Und dann seht ihr, hier droppen die Steinchen, die wir zum Upgraden der Gefäße brauchen. Und dann ist es so, die Schlüsselanzahl, die man benötigt, um die Truhen zu öffnen, die erhöht sich mit jeder Truhe. Das ist richtig fies. Ihr seht, hier braucht man noch einen. Steinchen werden mitgenommen. Hier braucht man schon zwei. Steinchen werden mitgenommen. Hier braucht man schon vier. Steinchen werden mitgenommen. Jetzt öffne ich einfach mal mit euch, solange ich eben genug Schlüssel habe. So, der Raum wurde gecleared sozusagen, weil ich hier alle Truhen geöffnet habe. Und dann geht es weiter. Also man könnte hier jetzt auch raus, wieder zurück zu dem Raum, wo man ganz am Anfang reinkam. Aber ich gehe jetzt mal weiter und öffne weiter Truhen. Ja, und besiege nochmal Gegner in einem. Und mal gucken, vielleicht ein bisschen Glück. So, Steinchen. Vielleicht kriege ich den Raum noch durch. Mal gucken. Ich habe extra ein paar für euch gespart. So. Na, das wird... Nein. Drei Schlüssel fehlen. Schade. Und das Gefäß, das ich von Ibenfahrt brauche, war auch nicht dabei. Okay. Schade, das wäre jetzt so das Highlight für das Video gewesen. Also gehen wir zurück und jetzt sind wir wieder hier am Schrein und mal gucken, vielleicht können wir noch was upgraden durch die Sachen, die wir jetzt gefunden haben. Ja, das waren die Steinchen, die ich neu bekommen habe. Und vielleicht nochmal kurz, hier sind auch die Figuren, die ihr im Prinzip freischaltet, die Mitglieder der Horadrim. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr die freigeschaltet habt, hier fehlt mir noch einer, wo ist der zweite? Ah ja, genau hier. Die beiden fehlen mir noch. Könnt ihr die guten Herren auch anquatschen und ein bisschen euch was zu der Geschichte erzählen lassen, was denn da los ist mit den Horadrim. Und dann habt ihr auch den geschichtlichen Hintergrund zu diesem ganzen System. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieses kleinen Erklärvideos angekommen. Ich sage zum Abschluss wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr weiter so Videos sehen möchtet. Und wenn ihr Ideen zu Videos habt, wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Und wir sehen uns dann gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.